So Leute, und damit mal wieder ein herzliches Willkommen. Also für mich eher sogar schon ein bisschen länger her. Also ich habe mich ja, boah, das hat mich ja so aufgeregt gehabt. Mich hat es ja in letzter Zeit so oft rausgehört gehabt, dass ich überhaupt keinen Spaß mehr drin gehabt habe. Und habe mir einfach gedacht gehabt, scheiß drauf. Seid mir nicht besser, aber ganz ehrlich. Ich habe mir irgendwie gedacht gehabt, wirklich scheiß drauf. Und jetzt habe ich mir gedacht gehabt, ja, zockst, machst du mal wieder eine Runde, vielleicht hast du dann wieder Motivation, weil normalerweise, ich liebe dieses Spiel. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ich stehe voll auf dieses Spiel. Egal, wenn man sagt, es ist so zu langweilig, zu eintönig, mir passt's. So muss. Mir taugt's, mir passt's. Okay, ja. Also ein bisschen länger dauert. Ich wollte zwar schon sagen, was ich mir gedacht habe, wegen der Mission, weil du genau für die Mission halt natürlich jemanden finden musst. Wenn die anderen Leute schon High-End-Level sind und du noch nicht mal irgendwo weit angekommen bist, wirst wahrscheinlich dann keine Leute mehr finden oder kaum welche. Aber ich habe mir gedacht gehabt, ja, zockst einfach Ente. Egal, jetzt wo zufällig die Server offline sind von der Revision, kann man ruhig Ente mal zocken. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Na, in den letzten, ich hab's auch in den Folgen gesehen, bist du narrisch. Also, was ich da wieder einmal. In der Spielerwelt waren keine Gegner, nix, nicht einmal Tierchen oder sonst irgendwas. Was du damit sagen kannst, da war einfach nur die Welt, aber leer. Welt, aber leer. Ich hoffe wenigstens, dass sich da jetzt irgendwas tut. Die Verbindung steht. Aber jetzt haben sie Komisch ja an, das hier ein wieder zu machen. Update rausgebracht Ich mit weiß, was bis du zu meinst. 300 Schicke dir die Updates. Position. Also mit 300 Wollen wir? Nein. Willst du dich dem Link anschließen? Verbesserungen. Nein, nein. Wenn man das so Wie heißt sagen es noch so könnte. schön? Zu viele Krypta verderben den Link. Die Redewendung wäre mir neu. Oh, alles klar. Ich gehe dann wohl mal zum Verstärker. Was ist jetzt? Machen wir die Mission? Wo gehen wir hin? Zum Grab von General Tarsis. Was? Wenn ich gewusst hab, das war nur ein Tarsis, genau. Lasan. Ich hoffe, dass Sie mit Oder Ihrem Chef beziehungsweise begraben zu zweit. wurden. Hey, die Ich Division schicke kann dir wieder auf Bilder. schwer Du wirst gestartet. sicher Hey, die kann Glimpses wieder von General gestartet. Tarsis und dem Berg. Ein Kindermärchen. Sie kämpft gegen ein Sturmmonster und stiehlt ihm die Stimme, um ein Schwert daraus zu schmieden. Ja, aber du musst zugeben, dass Ist das eine gute Herz des Frage, ob Zorns da ein noch Monster irgendjemand ist. dazukommt. Stimmt wohl. Dies ist aber auch eine gute Frage. Das ist auch eine gute Frage, ob da jemand dazukommt. Noch? So langsam Ah, müsste ich das bin Grab gespannt. erreichen. Glaubst du So, wirklich, dass das da Monster fliegen wir gegen mal das da General runter rum, Tarsis glaube ich, war gekämpft das. hat, Ja, der da Grab klar, von General aber Tarsis stürzt ist? man sich auch jetzt Wir muss müssen sein. versuchen, das Yes! herauszufinden. Da machen wir was Kommunikation Gutes. von Bis Dominion da ist. hatte Wart, die auch wart, wart, noch wart, wart. Da machen wir was Gutes. Das sagen wir mal gleich mal. Das gehört sich, das muss eingesammelt werden. Loyalität. Ah ja, voll. Ich sollte drauf achten. What the fuck? Ich hab. Ja, genau. Und dann haben wir ja das Grab ja auch. Na schau. So, vielleicht, wenn der sich da ja überhaupt noch bewegt, Teleportation kann stattfinden. Wahrscheinlich wird es bei ihm dann eh gleich so kommen. So. Oder hat sie gedacht, ja, das ist so weit vor, brauchen wir nichts machen. Er übt, du bist sowieso teleportieren. Meinst du, das ist es wirklich? Das Grab des Generals? Finden wir es heraus. Sei vorsichtig. Nur weil kein Mensch das Grab in all den Jahren gefunden hat, muss es nicht leer sein. Das Blöde ist nur, naja, schade, dass halt der Loot dann halt immer. Ah, ist perfekt, dass auch noch welche Spieler dazukommen. Das ist geil. Das ist ein geiler Shit. So, und da kommen auch schon die ersten Viecher. Da kommen sie schon. Oh, nice. Ah, bleibt's lieber fern von mir. Dann passiert noch nichts.
gut frage, ob sie da eine Habschitter eh auch überhaupt bewegt. Beziehungsweise, ist eine gute Frage, wie sucht ihr jetzt eigentlich die ganze Zeit? Das wäre auch eine interessante Frage. Na, wüsste nicht. Wäre auch eine interessante Frage, wie lang sucht er eigentlich Mitspiel? Die ganze Zeit oder bis man da mal in der Höhle ist oder durchgehend? Jedenfalls mal alles in der Höhle. Ob sie was tun, ist wieder eine andere Frage. Oder ob ich der einzige bin, der was spült. Und die anderen zackeln nur ein. Ja, wir haben die Mission geschafft. Passt, los, tschüss. Na gut, na gut. Einmal, zweimal. Wer will, wer mag, wer hat noch nicht. Es kann auch ein bisschen sein, dass ich jetzt ein bisschen mehr Übung habe wegen den Wischen, weil es ein bisschen ähnlich ist. Ich habe so das Gefühl, es kommt niemand. Ich habe so wirklich das Gefühl, es kommt niemand. Wurscht, schaff mal allein, oder nicht? Passt. Passt, erledigt. Komm, komm. Erstmal will ich mal den zerficken. Weil die anderen. Ich glaube, der eine bewegt sich jetzt einmal wenigstens. Nee, nicht einmal. Ich mach wirklich die Mission allein. What the fuck? Was gehen wir in den Arschlöchern vor sich? Haben sie sich gedacht gehabt, ja, die Division ist halt down, jetzt müssen wir halt down sein in einem anderen Spiel, oder was? Ach du Scheiße. Na, jetzt bewegt sich einer. Perfekt. Jetzt tut da wenigstens einer mal was. Was? Ich hab nichts gesagt. So, was haben wir denn da Schönes? Kontrollmechanismus muss im Raum sein. Sieh dich bitte nochmal um. Alles klar, dann haben wir mal doch. Ja, davon haben wir es ja schon. Der andere bewegt. Jo, hey! Jo, nice! Endlich! Na, what? Heute eh eine Ewigkeit braucht. So, und das dann noch. Oh, nice. Mach weiter und sei respektvoll. Du befindest dich in der Anwesenheit von General Tarsis. Ja, wir sind ja immer respektvoll, Gebiete. Ich glaube, die haben einfach nur ein bisschen länger gebraucht. Die haben halt Fußköpfe in Javelins aussuchen müssen, oder was? Naja. Sie haben wenigstens mal was Nices gemacht, wenn es schon vor Tarsis bist, dass das ein bisschen. Jetzt haben sie es aber auch ein bisschen unnötiger gemacht für Tarsis. Muss ich ganz ehrlich sagen. Stepper, der fliegt aber schon pistonarisch. Können die jetzt schneller fliegen oder nur weil wir so uns runtergestürzt haben? Das kann auch sein. Dass wir sie runtergestürzt haben, deshalb sind sie jetzt schneller. Nehmen wir sie auch gleich mal die andere Waffen. Ey, Burschal! Ja, das musste sein. Da kann man wenigstens von weitem ein bisschen weiter weg sein und man zerfickt sie einfach alle. Zack. Ja, aber viel Schaden macht die jetzt nicht. So, muss ich ganz ehrlich sagen. Da musst du ja wirklich spielen mit deinen Kräften. Also ungefähr machst du dennoch. Ja, musst du aber auch mal treffen können. Das ist eher so eine Waffe, da musst du wirklich sicher sein, weil sonst tut's da weh. Sonst tut's da wirklich weh, wenn's das Magazin entleert. Wenn's das Magazin leer machst. Na komm. Oh, der will nicht mehr. Ah, Wahnsinn. Der muss aber krepieren. Ihre Anführerin beschützt. Ihre Anführerin? Oh. Interessant, ihre Anführerin. So, der Sterndal haben wir mal und. Sieht man von da irgendwo anders dann noch das? Zeichen wäre nicht. Wäre nicht schlecht.
irgendwo, ich bilde mir ein, von irgendwo sieht man es eh. Einmal. Sieh dich so, etwas im Raum um. Die Hinweise, die wir brauchen, könnten in der Nähe sein. Ach so. Ich Trottel, Alter. Passt. Oder? Nee, da gehört noch ein anderes Muster. Das ist. So, einmal. Bei dem kann man sowieso eigentlich durchgehend machen. Also, du darfst einfach so lange drehen. Ja, genau. Du so lange drehen, bis es passt. Ah, jetzt kommt die Render-Sequenz, die sich gefeiert hat, Alter. Wie der einfach plötzlich daherkommt, Alter. Der Wichser. Kein Javelin zu sehen, aber ich glaube, wir haben General Tarsus gefunden. Sie haben ihren Grab mit ihrem Signum markiert. Lancer bis zum Ende. Ui! Wenn das wirklich Iris ist, weißt du, was das bedeutet? Es könnte die Festung der Dämmerung öffnen. Faye? Es gibt da eine Komplikation. Eine Kryptoprojektion. Eine starke. Schön, dich zu sehen, Freelancer. Was willst du? Dasselbe wie du, Iren Javelin. Den, der das Herz des Zorns bezwungen hat. Wozu? Bist du Hobbyhistoriker? Jemand muss ihr Vermächtnis weiterführen. Ich bin der würdige Erbe dafür. Er schindet Zeit. Nutzen wir das. Lass ihn weiterreden, während ich in ihre Kommunikation eindringe. Ah, gut gemacht. Glaubst du, bist der nächste General Tarsis? Wer hätte gedacht, dass das Dominion so größenwahnsinnig ist? Wir müssen keine Feinde sein, Freelancer. Denkst du, mich kümmern der Kenotaph oder das Herz des Zorns? Alles, was ich will, ist die Hymne der Schöpfung. Wir könnten so viel tun, über das Beste für diese Welt entscheiden. Die Kraft der wahren Schöpfung in unseren Händen, wichtiger als General Tarsis. Mir ist wichtiger, was mit den Leuten in Bastion geschieht. Wenn sie dir so wichtig sind, sollst du sie haben. Gib mir nur den Javelin der Dämmerung. Ein alter, rostiger Javelin im Tausch gegen all diese Leben. Großzügig, meinst du nicht? Er versucht dich zu orten. Ich empfange Dominion-Soldaten im Gebiet. Nein, hier ist kein Javelin. Sieh, Leine. Tja, dann machen wir mal die anderen platt. Die was können wir daher kriegen? Oh, sogar Vierter. Nice, genau perfekt jetzt, Alter. Oh, okay, genau perfekt. Das der. Genau jetzt kommt er daher. Nicht schlecht. Aber dafür bewegt sie wiederum der andere nicht. Da. Excellent. Und tschüss, Papali. Fick am. Ich hab dich immer beschützt, gell? Ah, Wahnsinn. Haben wir dann. Warte, tun wir gleich mal. Na? Wo ist denn der Juxel? Ja, die machen vier, dicke Bitte. Ich kann Hilfe vom Fort anfordern, aber das wird dauern. Von Fort Tarsis aus schafft es niemand rechtzeitig hierher. Wir sind auf uns allein gestellt. Ah, gut so. Hi. Hast mich schon gesucht, du Wichser, du. Und tschüss. Sorry, aber das war meiner. Das war definitiv meiner. Ich hab schon Jubelberichte gehabt. Ah, ich würde mal sagen, da vor uns kommen ein paar. Ich sag's ja nur. Ein paar ist gut gesagt. Ein paar ist wirklich gut gesagt. Oh, fuck. Und tschüss. Ha! Scheiß Blitz, Alter. Okay, irgendwas hat mir angegriffen. Irgendwas von der Seite. Ah, ja doch. Du scheiß Hundsgötter, Alter. Da, der Fickern, der Fickern. Gib ihm, was er braucht. Ah, den machen wir schon, den machen wir schon. Einfach nur alle gemeinsam. Zack. Oh, fuck. Oh, shit. Okay, ja, jetzt weiß ich, wieso ich auch noch mehr gegangen bin extra. Oh shit, der kleine hat zwickt, Alter. Der kleine hat zwickt, der Wichser, Alter. Der kleine hat zwickt, der Wichser, da. Warte, wo ist der? Alter, der ist jetzt schon gefickt? Oh, Alter.
Ich wollte eh mehr machen. Du Battle Lutscher, du. Ah, Wahnsinn. Wo meiner? Okay, ja, okay, könnt ihr haben, könnt ihr da haben. Wer auch immer da herumschießt. Zack, zack, zack. Oh, nice. What? Da, ma'am. So, und tschüss. Kann der nicht so deppert herumschießen da. Geh mal her, du! Ah, einmal eingesammelt, das ist wichtig. Das ist immer wichtig. Passt. Ah, da haben wir schon wieder so einen großen. Oder ist das nicht mehr der gleiche? Das könnte auch möglich sein. Ah. Hey, du! Sorry. Aber du pisst mich da an. Jedes Mal kommt da einer von der Seite daher, Alter. Was ist denn mit euch los da? Oh, so ein kleiner Lutscher, du. Tschüss. Oh, hast du Kartoffel gemobbelt. Perfekt. Oh, fuck. Jetzt bin ich gefickt. Lass dich aber gleich mal einfrieren. Hey, da willst du auch gleich mal eingefroren werden, oder was? Oder tschüss. Oh, den Nahkampf. Das ist wieder mal gar nichts. Oh, das ist jetzt aber klick. Was? Das geht mir am ab, Alter. Also der Anfang hat sich jetzt sowas von Mission Impossible angeht. Eieieiei. Ich warte so richtig drauf, dass irgendeiner da gleich daher spawnt. Weil ich einfach zu schnell bin. Okay, ich glaube der. Ich glaube die Javelins fliegen schneller. Kann das vielleicht möglich sein? Okay, damit sich das auch wirklich auszahlt, weil man hat ja quasi immer diese Abkühlzeit und alles drin. Ja, dass man wenigstens ein bisschen flotter unterwegs sind, das war vielleicht ja auch noch ein Kritikpunkt, kann ja vielleicht ja auch möglich sein. Beziehungsweise, wenn man schon so geil herumfliegt, muss man dann wirklich eine Abkühlzeit machen, das ist. Das ist ja doch. Arsch. So, bauen wir dann da noch an. Ciao. Ah, da muss. Ja, da haben wir noch einen Wichser. Da, der ist eh keine Geschichte. Hier bitte. Das ist ja kein Gegner. Abkühlung. Ah, zum Glück regnet. Ach da. Ja, ich sollte ausweichen. Erst recht, wenn ich so fein teleportieren kann. Ha! Okay, wie weit können die noch schießen? Bist du nice? Oh, shit. Ah, Wahnsinn. Hey, ich kann auch fliegen. Du solltest versuchen, zu ihnen aufzuschließen. Ich gebe zu, dass ich nicht mit so viel Ärger gerechnet habe. Nur mit gefährlichen Tieren, vielleicht ein paar Scar. Das ist das zweite Mal, dass ich dem Monitor begegnet bin. Ich glaube, mir wäre ein Ursix lieber. Hm. Ah, dürfen wir jetzt irgendwas mit dem machen? Das wäre geil, Leute. Das wäre geil, Leute, wenn wir da irgendwas machen könnten. Aber. Ah, Scheiße! Ah, sowas lassen sie ja nicht zu. Ah, Mann. So eine Mission hätte ich schon gern. Wenn man so einfach so in den einsteigt und plötzlich mit dem da hier irgendwas machen kann oder sonst irgendwas. Das hätte schon was. Das hätte schon was Feines in sich. Das hätte was gehabt, ja. Kühle die Düsen eines Javelins, um deine Flugzeit zu verlängern. Yay. Toll. Nice. Also, weil man ja auch viel mit den Wetterbedingungen spielt, ich will nicht wissen, wie es dann im Sommer ausschaut bei uns. Wow, 30 bist du nausch. Da wundert es mich nicht, dass der gefickt hat. Alle miteinander. Weil wenigstens noch nice, wenn wir auf 18 kommen könnten. Yes, perfekt. Perfekt. Ah, so kann das sein oder andere, wieso nicht? Ah, jetzt kommt aber ein Intro anscheinend.
Weil normalerweise fragen sie uns wenigstens, wo bist du hier, aber in dem Fall muss jetzt aber irgendwas Interessantes daher. Nett, Ladesequenz, yay! Oh mein Gott. Das war ein scheiß Intro. Hey, hab schon gedacht, du schaffst es nicht. Jetzt bring die Halterung rauf ins Cockpit, Owen. Ah, ich hab auch nicht gedacht, ob du schaffst nicht. Die Überlastschalter sind okay, hab ich geprüft. Du bist ja doch für was zu gebrauchen. Abgesehen davon, den Monitor anzulocken. Ist das dein Ernst? Echt witzig, weil... Das Cockpit ist gesichert. Dieser Job ist schon hart genug, da brauche ich nicht noch den Horror nonstop. Das ist nicht meine Schuld, der Monitor war hinter euch her, nicht mir. Und ohne uns hättet ihr dieses Signum nie gefunden. Gib es zu, ihr habt mich gebraucht und ihr braucht mich auch jetzt noch. Du träumst, ich brauche niemanden. Hört auf, wir haben jetzt wichtigere Dinge zu klären. Der Monitor will offensichtlich die Hymne. Faye. Die meisten glauben, das Dominion hat es auf den Kenotaph abgesehen, aber der Kenotaph ist nichts. Die Hymne der Schöpfung ist ungleich mächtiger und darum will er die Kontrolle über sie. Okay, aber was könnte er damit anstellen? Du meinst mit der Macht über Leben und Tod, Schöpfung und Zerstörung? Er wäre ein Gott. Faye, selbst wenn die Hymne so allmächtig ist, es gibt kein Handbuch dafür. Niemand kann die Hymne kontrollieren, weder die Gestalter noch das Dominion. Hört auf mich, bitte! Er hat sie gehört. Ich weiß es. Ich höre es ihm an. Ich spüre es. Er wird nicht aufgeben. Niemals, bis er sie kontrollieren kann. Da bin ich mir ganz sicher. Okay, aber hört mal. In einem sind wir uns doch sicher alle einig. Die Lage wird langsam echt brenzlig. Und also, wo Faye die ganze Krypta-Seite im Griff hat, warum gehe ich nicht draußen auf Patrouille? Owen. Mit dem alten Javelin hier, den könnte ich doch locker fliegen. Nein, nein, das ist meiner Sondermodell. Na, damit könntest du nicht mal gehen. Aber ich kann... Meier. Du weißt nicht, was das Herz des Zorns mit dir macht. Wird alles gut? Ach, wirklich. Wird alles gut, nur super. Kampfeinsatz? Gegen Scar? Chimären? Kämpfen lerne ich unterwegs. Owen, weißt du noch, Sim, die Katastrophe? Du bist fast gestorben. Was ist denn dabei? Du bist ein Krypta. Der Sturm raubt jedem Krypta den Verstand, glaub mir. Wenn wir dich in einem Javelin Richtung Kenotaph schicken, dann sind wir alle tot. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Okay. Schon klar. Er hat's probiert, dass er mitkommt und alles drum und dran. Der regt sich schon wieder ab. Ist ein junger Kerl, da überschätzt du dich gern mal. Scheint wohl so. Ah, der wird fix doch irgendwann nochmal einen Javelin haben. Das glaube ich schon. Ihr braucht nur ein bisschen rüber. Womit jetzt genau? Tja, um ganz ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass ich es mit den Dominion-Lancern alleine aufnehmen kann. Ist ja nicht so, als wäre überhaupt jemand dafür bereit. Wenn wir das schaffen wollen, brauchen wir dich. Willkommen an Bord. Herrlich, ich. Danke. Ich setze den Läufer in Bewegung. Tja, dann ist die Crew wieder vereint. Komm zu mir, wenn du bereit bist. Klar, liebend gern. Habe ich das schon einmal erwähnt, aber die wirkt schon sehr stark an Star Wars. Das war so eine, die was gerne andere vorbaut. Das Signum von General Tarsis öffnet das Tor. Was sie über den Kenotaph wusste, dort finden wir es. Und auch ihren Javelin. Und das alte Ding soll uns durch das Herz des Zorns bringen? Die beste Chance. Und ich? Soll ich wieder nur dabei stehen und gut aussehen? Ja. Also auch schon nach dem Monitor. Und wenn er kommt? Niemand außer uns kommt in die Festung rein. Wir werden auf alles vorbereitet sein. Na dann, viel Glück. Owen, hey. Ah, der ist ordentlich angepisst. So, dass man einfach sagen kann, es wird schon. Das sollte man auch nicht wieder... Ah, da könnte man auch irgendwie sowas machen. So, erster so Havara und... So laufe der Story sieht man einfach, wie er sich immer mehr und mehr
von uns abwendet und so alles dumm und dann. Erstens so, wir waren auf Ermi immer angewiesen, wir haben so ein gutes Duo gemacht und dann später immer so, will er auch einfach so cool sein wie wir. Einfach herumfliegen und alles drum und dran. Und dann immer so stückchenweise, immer so leichte Anspielungen immer drauf. Jetzt ist er grantig, jetzt will er nicht einmal mehr uns helfen, dann geht er sogar rüber zu die Feinde und dann wieder unsere, dann wieder sogar unser Aufgehör. So ein bisschen Naruto-mäßig hörtet man das auf. Hört sich deppert an, aber man kann so wirklich so, so vom Freund. Okay, ja, weil ja, es ist in ja die ganze Zeit, Freunde. Aber wurscht, dass man das sowas in der Richtung ein bisschen so spielen kann, wird doch wohl möglich sein. Bei 22 bist du deppert. Eins, glaube ich, geht noch, oder? Eins gibt's dann noch. Also, das ist jetzt das Falsche, sorry. Ja, eins gibt's dann noch. Nee, kann man ruhig lassen. Fokussiegel. Ja, mal so ein Feuerball, den haben wir eh schon lange nicht mehr gehabt. Feuerball, wieso nicht? Amboss. Ja, da haben wir ja sowieso gesagt gehabt, da wollen wir die Herausforderungen hier machen. Also wir haben mal ein gutes LMG-Amboss. Ja, haben wir, wie schaut's denn überhaupt aus? Aha, da bin ich aber eh schon selten bei Amboss. Dann sollten wir das aber auch schon geschafft haben mit dem Amboss. Ah, hey, ja, nehmen wir mal Schrotflinte. Ja, wieso nicht? Nehmen wir mal eine Schrotflinte, so. Dass wir das einmal ausprobiert haben. Mal schauen, wie die. Ah, ist ja nicht. Kann geil sein, muss aber nicht. Aber dass wir das einmal ausprobiert haben. Und ich habe.